begrüße Sie wieder aus dem Café Weingartner. Neben mir sitzt Herr Herbert Martin, unser Haus- und Hofstratege vom Institut. Grüß Gott. Herr Martin, man sagt, dass Amerika momentan an Einfluss verliert in der Weltpolitik. Wie ist die Situation wirklich? Sind die Amerikaner auf dem Vormarsch, auf dem Rückzug oder wie verhält es sich? Amerika hat die Gunst der Stunde nach den Kriegen genutzt, um hier diese Kraft mit einem Exempel zu statuieren, dass sie die Finanzgewalt dieser Erde verkörpern, dass sie die Kommunikationskontrolle eingenommen haben. Aber Amerika hat genau dieses Großmachtstreben, das einfach schon mehrfach in der Geschichte gescheitert ist. Der Mittelmeerraum war einmal in der Geschichte vor 3000 Jahren von den Griechen beherrscht. Nicht kriegerisch, sondern rein auf Handelsbasis. Die haben eine Handelsdynastie aufgezogen, wo alle im Mittelmeerraum mitgemacht haben. Dann hat Karthago übernommen und hat plötzlich den Gegner Rom gesehen. Und da war lange ein großer Konflikt, wer beherrscht das Mittelmeer. Karthago war sehr, sehr lange stärker, intelligenter von der Kriegsführung, mit den besseren Waffensystemen, bis die Römer dann aus dem Schmerz heraus gelernt haben, die noch besseren Waffensysteme aufzubauen. Und dann ist es gelungen, das Ganze herumzudrehen. Das heißt, hier zeigt sich in der Geschichte immer wieder, dass hier Großmächte einfach eine Zeit sehr stark sind, sich immer erweitern, ausbauen, die Kraft zementieren, bis dann der nächste Gegner kommt, der das wieder aufhebt. Und das war jetzt eben ein paar Mal in der Geschichte, das ist dann weitergegangen mit Alexander dem Großen, der bis nach Asien vorgedrungen ist, bis Genghis Khan, der bis nach Europa vorgedrungen ist, auch der Napoleon, der bis Moskau gekommen ist, dann wieder gescheitert ist, zurückgedrängt worden ist. So war es auch mit Hitler. Und vorher auch noch mit dem römischen Imperium, das fast ganz Europa beherrscht hat. Und ähnlich ist es auch mit Amerika zu erkennen. Sie dehnen sich aus, kontrollieren immer mehr, haben enorme Macht aufgebaut. Und jetzt kommen plötzlich andere Kräfte wie die BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, mit der militärischen Kraft der Russen, mit der Finanzkraft der Chinesen, die jetzt das Ganze wieder eindämmen und Amerika einfach hier sehr viele Märkte abnehmen. Ohne dass Amerika jetzt in der Lage ist, mit Waffentechnik, mit Atomwaffen hier einfach gegenzusteuern. Das läuft jetzt auf einer komplett anderen Ebene ab. Die Russen unterstützen die Bevölkerungen, natürlich auch militärisch. Die Chinesen unterstützen viele Staaten weltweit mit Infrastrukturprojekten, mit Finanzkraft, wo alle im Moment sich sehr gut aufgehoben fühlen. Natürlich möchte China auch die Rohstoffe sichern. Auch das kommt Amerika total abhanden. Und nur mit den Militärstützpunkten quer durch Afrika reicht es einfach nicht aus, diese Länder zu halten. Also da spalten sich plötzlich die Dimensionen ganz gewaltig. Amerika auf dem Kriegspfad, einfach ein Land nach dem anderen zu unterwerfen, zu erdrücken. Und auf der anderen Seite China und Russland, die jetzt eher partnerschaftlich kommen und sagen, okay, was können wir für diese Länder machen? Natürlich ergibt es eine neue Abhängigkeit. Aber nicht rein militärisch zu sehen und nicht so, wie Amerika fremde Kulturen einfach vernichtet, um dann den Stempel aufzuzwingen. Und das ist, glaube ich, ein großer Wandel in der Geschichte, der sich da jetzt abzeichnet. Und es wurde ja schon mehrfach Amerika mit dem Zerfall des Römischen Reiches verglichen. Totgesagte leben länger, das ist schon richtig, ja, aber es ist einfach, jedes Jahr sieht man einfach, dass die Einflusssphäre abnimmt. Und jetzt mit dem Syrien-Konflikt ist es ganz eklatant, dass sich plötzlich Russland mit der Rückendeckung von China so stark aufbaut, dass die Amerikaner im Moment nicht wirklich angreifen können. Sie können wieder mal die erste Atombombe werfen, aber da kommen sicher einige retour.